Guten Tag, wir sind hier heute auf dem Wochenmarkt in Altwarnbüchen anlässlich des 100. Weltfrauentags und wollen hier Passanten befragen, ob ihrer Meinung nach Männer und Frauen gleichberechtigt sind. Sind Sie der Meinung, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind? Die Frage ist gut. Ich meine, Männer, da hätte man ja nichts dagegen, aber Frauen sind sicher nicht gleichberechtigt. Ja, ich bin der Meinung, dass sie nicht überall gleichberechtigt sind, sagen wir es mal so. Eigentlich sollten sie es sein, aber ich glaube, dass sie es effektiv nicht sind. Also besonders was Karriere oder so angeht, ist es doch schwieriger für Frauen, beruflich so den Werdegang einzuschlagen, den man sich so erträumt hat. Sind Sie der Meinung, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind? Natürlich sind Männer und Frauen gleichberechtigt. Sind Sie der Meinung, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind? Nein, bislang sind sie das noch nicht. Vor allen Dingen in Führungspositionen, da sind doch die Männer im Überzahl. In welchen Bereichen sind sie nicht gleichberechtigt? Die sind nicht gleichberechtigt in den Gehältern, in den, ja. Was müsste sich Ihrer Meinung nach ändern? Ja, dass da also eine Gleichberechtigung eintreten würde, dass Frauen mit Männern gleichberechtigt bezahlt werden. Und mehr fällt mir dazu leider nicht ein. Ja, in der Arbeitswelt sowieso, wenn wir schon eine Quote brauchen und Ähnlichem. Aber auch sonst sind sie ja nicht so mit der Kinderarbeit, mit der Hausarbeit so vertraut wie eine Frau. Und da ist immer schon Ungleichgewicht. Okay, was sollte sich Ihrer Meinung nach ändern? Ja, man sollte dieses Thema nicht so mit bagatellisieren. Man soll da richtig drüber sprechen und ja, die Gesellschaft muss darüber nachdenken. Ja, Frauen sollten überhaupt an die Macht, nicht nur Frau Merkel oder so. In der Türkei, da ist 50% der Aktiengesellschaften haben Frauen als Vorstandsvorsitzende. Und das ist eine super Sache. Und das wird hier nicht trainiert an den Schulen und nicht an den Hochschulen. Und da müsst ihr euch dafür einsetzen und auch für die gleiche Bezahlung. Und dann müsst ihr dann zusehen, und ihr seid jung und fighten für die Frauen. Nicht nur in arabischen Ländern, jetzt in, was da passiert, Gleichberechtigung, sondern es geht ja überhaupt allgemein darum in der ganzen Welt. Also ich finde zum Beispiel diese Sache mit der Elternzeit, also wenn man Kinder hat, dann finde ich das schon ganz schön schwierig. Und für die Frauen ist es einfacher aus dem Beruf meistens auszusteigen als für den Mann. Und ich finde, dass es einfacher werden sollte, dass auch die Männer zu Hause bleiben können und dann auch genauso gut wieder einsteigen können in den Beruf. Was müsste sich Ihrer Meinung nach ändern? Tja, Frauen an die Macht.